Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Kreativ Tobi. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Fließraufaser richtig tapeziert. Warum nicht normale Rauffaser, warum Fließraufaser? Ich erkläre euch gleich den Unterschied. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um solche Videos nicht mehr zu verpassen und schreibt einen Kommentar, ob euch das Video gefällt und ob es hilfreich ist. Ich tapeziere heute mit einer Fließraufaser-Tapete. Die hat quasi den Unterschied zur normalen Rauffasertapete, dass sie einen Fließträger hat. Das sieht man auch ganz schön, wenn man näher rankommt. Hier ist quasi der Fließrücken. Ich weiß nicht, ob man es am Video so gut erkennt. Und auf der anderen Seite quasi die Strukturseite. Das Gute ist dabei, wir müssen nicht die Rückseite der Tapete einkleistern, weil so ist ja bei normaler Rauffasertapete, dass sie auch weichen kann und so. Die weicht dann eben nicht. Da wird dann die Wand eingekleistert und direkt draufgeklebt. Du sparst dir also Zeit. Du sparst dir einen Tapeziertisch, du sparst dir eine Tapeziermaschine. Also eigentlich hat es nur viele Vorteile. Das Einzige, das ist halt ein bisschen teurer. Aber gut, da muss man halt die Relation dann mal sehen. Aufgetragen wird das Ganze mit einem Fließkleber dann auch dementsprechend. Also nicht so einen Kleber, den man sich dann im Eimer anmixt. Zum Beispiel von Methylan gibt es da so gute Kleber. So Granulate, die benutzt man oft für Rauffasertapeten. In dem Fall funktioniert das jetzt halt ganz einfach mit so einem Vlies- und Gewebekleber. Habe ich jetzt in dem Fall, könnt ihr auch einfach nur einen Vlieskleber benutzen. Tragt es mit einem Lammfellroller auf. Kleines Meißel noch, Pinsel. Und den habe ich schon eingearbeitet, deswegen ist der jetzt auch schon benutzt. Dann brauche ich eine Leiter und einmal so eine Tapezierbürste. Das benutzt man immer bei Rauffaser. Da kann man dann das schön hin an die Wand tapezieren. Fließtapeten macht man eigentlich immer mit so einem Rakel, also einer Andrückspachtel. Aber dadurch, dass sie oben so eine Struktur hat, ist es ein bisschen schwierig, das dann hinzudrücken, ohne dass man die Tapete beschädigt. Deswegen lieber so einen, mit so einer Tapezierbürste gibt es auch einmal in sehr weich für edle Tapeten und einmal in gröber für so Rauffasertapeten. Und da ist jetzt eben die gröbere Variante am Start. So, jetzt geht es noch darum, Bodendecke angrenzende Wände zu schützen. Obenrum habe ich mit dem KIP 3808 abgeklebt. So das Allrounder-Klebeband von KIP gibt es auch noch als normales Crepe 305 heißt es. Boden habe ich mir jetzt ein Vlies hingelegt, weil ich mir dachte, ich nehme jetzt mal das Vlies und schau, dass es immer sauber bleibt, weil dann habe ich jetzt einmal Vlies, da muss ich nicht immer wieder den Boden abkleben. Das Einzige, was ich dann immer wieder machen muss, ist mit dem KIP Ready Masker. Das hier, das Teil, da wird quasi ein 3808 oder 305 eingespannt, ein Abdeckpapier, und das verbindet sich dann quasi. Das kann man dann schön am Boden entlang kleben. Wenn was runter tropft, tropft es dann auf das Papier drauf. Das entfernen wir dann nach den Arbeiten und kleben bei der nächsten Arbeit das dann wieder neu hin. Also Zeit sparen auf jeden Fall, ohne dass man immer den ganzen Boden abkleben muss. Und ja, ihr wisst ja, umweltbewusst und so ein Scheiß. Jetzt machen wir das mal. Das geht auch ziemlich fix. Ich nehme einfach mein Gerät, setze es mir hier an. Also im Prinzip könnt ihr da jedes Abdeck- bzw. Klebeband einspannen. Zum Beispiel auch das 3373, wenn ihr jetzt halt Spachtelarbeiten macht. Oder das KIP Ultra Sharp auch zum Beispiel. Macht jetzt nicht so viel Sinn, aber würde theoretisch auch funktionieren. In der Ecke reiße ich mir dann ab. Zack. Ganz easy mit diesen Zacken vorne dran. Und kann dann im Eck einfach wieder ansetzen. Und weiter kleben. Hab dann da hinten eine saubere Ecke. Perfekt. Und jetzt geht es darum, dass wir dann die erste Bahn gerade ansetzen von der Rauffasertapete, damit uns alle anderen Bahnen auch gerade entlang laufen. Dafür nehme ich eigentlich immer so einen Laser. Den habe ich jetzt vom Flex hier, der ist richtig gut. Grüner Laser sieht man wirklich sehr gut, wenn er gehen würde, denn die Batterie ist nämlich leer. Hier seht ihr, der ist wirklich sehr gut zu sehen. In dem Fall machen wir jetzt die Oldschool-Variante mit der Wasserwaage. Die hat 75, deswegen zeichnen wir uns 70 von der Wand hier dann rein. Habe ich Meterstab gerade am Start? Nee. Und zeichnen wir dann hier 75 an, machen mit der Wasserwaage. Danke, das ist der Beste. Ich nehme hier 70 an und jetzt nehme ich die Wasserwaage, mache einen Strich und so setzen wir dann jetzt die erste Bahn an.
Dann haben wir quasi 5 cm Verschnitt. Oben müssen wir dann selber gucken mit Verschnitt. Und geschnitten wird es auch mit einem Messer. Und es wird nicht gerissen wie eine normale Raufasertapete, weil es ja eben Fließträger hat. Als Untergrund für Raufasertapeten braucht man eigentlich eine Q3-Spachtelung. In unserem Fall haben wir jetzt halt eine Q2-Spachtelung. Einen stufenlosen Übergang, ganz ehrlich, das reicht auch, wenn man es gut sauber ausspachtelt. Und naja, bei Q3 werden halt die Poren nochmal abgezogen. Bringt jetzt eigentlich nicht so viel, wenn man jetzt halt drüber tapeziert, wenn man streicht, dann bringt es eher was. Deswegen haben wir jetzt einen gut gespachtelten Q2-Untergrund für die Fließraufwassertapete. Man hat ja eh eine strukturierte Oberfläche, deswegen nimmt es auch ein bisschen was weg. Machen wir jetzt hier mal einen Strich. Und da setze ich jetzt die erste Bahn an. Und ja, kleiste jetzt erstmal ein. Ich mache es jetzt so, dass ich 2 Bahnen gleich einkleiste, weil das ja so eher kleinere Bahnen sind. So lange bleibt der Klebusch offen. Mache dann ungefähr nochmal so 70, mache ich dann. Dann kleiste ich bis hier ein und mache dann gleich 2 Bahnen. Nehme ich jetzt meinen Pinsel für die Ecken und den kleinen Roller. So, dann habe ich angezeichnet bis hier. Und schau, dass ich wirklich schön satt auch auftrage, weil wir wir machen ja 2 Bahnen, deswegen soll uns das ja auch nicht wegziehen. Immer so passt es. Wichtig ist halt, bevor er tapeziert, dass auch der Untergrund grundiert ist. Zum Beispiel mit einer Gelgrundierung oder mit Tiefgrund. Das habe ich auch in dem Fall gemacht, nachdem die Fugen da geschliffen worden sind. Ich glaube, bei normaler Raufaser, da reicht es auch aus, wenn man die Q2-Spachtelung einfach abschabt. Weil die nimmt halt schon wirklich viel vom Untergrund weg. Macht da wirklich viel gut. So, jetzt hätten wir da mal komplett aufgetragen. Jetzt ziehe ich nochmal alles so gleichmäßig ab, fahre nochmal überall drüber, damit wir überall gleich viel Schichtdicke haben und sich das Material noch ein bisschen besser verteilt. Und jetzt könnt ihr mal näher kommen, jetzt zeige ich euch mal, wie man erkennt, wann man die richtige Schichtdicke hat, beziehungsweise wann richtig viel Kleister drauf ist. Wenn man hier so schöne Schlieren ziehen kann mit den Fingern. Wenn das ist, dann könnt ihr jetzt tapezieren. Wenn nicht, geht nochmal drüber, tragt noch ein bisschen was auf. Schnappe ich mir meine Raufaser, meine Tapezierbürste, die mache ich mir hier hinten in die Arschtasche. Und die lege ich mir jetzt da unten hin. Und jetzt muss ich gucken, wo der Träger ist. Hier sieht man sogar die Schrift. Und ja, so rum muss ich es machen. Ich lege die mir jetzt unten hin, ziehe die mir hoch und setze mir die jetzt oben mit so auch so 3 cm Verschnitt an. Da kann ich noch ein bisschen mehr machen. Und schau, dass mir die hier entlang am Strich gerade läuft, dass wir, wie gesagt, dann halt die Bahnen gerade ansetzen können. Ziehe ich das hier ein bisschen weg und streiche es dann mal ein bisschen an. Ich kann es auch schön in die Ecke da reinmachen. Kann auch ein bisschen mit den Händen und den Fingern arbeiten. So, fahr das schon mal gut aus. Schau jetzt mal unten, wie viel ich da noch brauche und schneide mir das dann gleich ab. So, machen wir hier so viel. Nehmen wir ein Messer. Schneide das hier ab. Geht natürlich jetzt nicht so schön zu schneiden wie Malerfließtapete, weil halt Holzfasern in der Tapete drin sind. So. Die ist jetzt hier am Rand, hängt jetzt gescheit. Da fahre ich jetzt mal entlang mit der Bürste, damit das da auch schön anliegt. So. Und jetzt geht es darum, die Luft rauszubringen und die sauber an die Wand zu kriegen. Eigentlich ist Raufasertapezieren ja ziemlich simpel, vor allem jetzt mit dieser Fließraufaser eh. Du hast halt keine Weichzeit, du hast
habe ja vorhin schon alles gesagt, da so viele Vorteile. So. Die erste Bahn, die hängt jetzt mal. Bevor ich jetzt abschneide, mache ich jetzt gleich die nächste, damit mir der Kleister hier nicht wegzieht. Die lege ich mir da gleich wieder so hin. Da wird jetzt auch Stoß auf Stoß geklebt. Schaut's her, dass das da passt. Also nicht so, sondern schon richtig hindrücken. Die ist ja auch bewegbar an der Wand auch noch. Wenn ihr genug Kleister aufgetragen habt, dann könnt ihr die auch noch verschieben. So. Schaut, dass die erste Reihe mal richtig sitzt. Und dann könnt ihr hier nochmal weghalten und dann die Bürste nehmen und das ranbringen an die Wand. So. Zack. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das kriegt ihr auch hin. Jetzt, wo es auch gerade Bahnen sind, ist es noch viel einfacher wie an der Ecke da. Ich schaue jetzt wieder, dass es mir hier gerade entlang läuft. Passt. Ich fange wieder von oben dann an, nach unten, um die Luft rauszukriegen, weil wenn ihr jetzt einmal hier oben das macht, dann unten habt ihr in der Mitte die Luft drinnen und dann gibt es Blasen. Deswegen eins nach dem anderen machen. So, da entlang fahren. Checkt nochmal den Stoß ab. Fahr da auch noch gerne nochmal drüber mit der Hand oder mit einem Nahtroller. Schaut, ob in der Fläche noch irgendwo Blasen sind. Und dann geht es zum Abschneiden. Dann nehmt ihr bitte eine frische Klinge und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem Rakel abschneiden oder mit einem Flügel. Beim normalen Raufaser reißt man es ja mit einem Flügel ab. Ich kann es jetzt halt hier auch mit einer Andrückspachtel machen. Ich kann es aber auch mit so einem Flügel machen. Das können wir jetzt beides mal probieren, was besser klappt. Hier sehe ich auch noch eine Blase. Drückt das da alles nochmal schön rein in die Ecken. Jetzt machen wir es mal hier mit dem Teil da. Drücken wir da richtig gut hin. Und dann eine neue Messerklinge und schneiden dann lang. Das geht tatsächlich erstaunlich gut, obwohl da so Holzfasern drin sind. Ihr müsst wahrscheinlich nur die Klinge öfter mal wechseln. In der Ecke machen wir es genauso. Da wird dann zum Schluss noch ausgespritzt. Der Trockenbau. Kann man aber auch davor machen, das ausspritzen. Hängt die Tapete hier. Jetzt können wir quasi nochmal hier an der Naht entlang fahren, weil es irgendwie schon zu trocken ist. Kleistern wir nochmal nach und haben jetzt hier den Kleister noch gut offen, dass wir jetzt gleich weiter einkleistern können und müssen dann nicht so nah an die andere Tapete ranstreichen. Und so machen wir das im Prinzip jetzt die ganzen Wände entlang. An der Ecke, da habe ich es euch ja gezeigt, machen wir es genauso wie am Anfang bei der ersten Bahn, auch wieder anzeichnen hier. Die 70, dann ran machen, hier die 5 cm Überstand abschneiden und dann die nächsten Bahnen Stoß auf Stoß weiter entlang kleben. Ich mache das jetzt komplett fertig und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. Für die Nähte gibt es übrigens auch noch so einen
Nahtroller. Hier kann man dann über die Nähte mal drüber fahren nochmal, leicht, damit die dann nicht perfekt zusammen sind, beziehungsweise sich gut hindrücken an die Wand. So was gibt es auch groß mit Moosgummi für die komplette Fläche. Kann man sich auch mal überlegen, das drüber zu fahren. Beziehungsweise macht auf jeden Fall Sinn, da drüber zu fahren mit dem Moosgummiroller. Weil dann hat man wirklich komplett die Luft so 100% raus. Hier sieht man jetzt ganz gut nochmal mit den Stößen, dass sie jetzt schön beieinander sind. Das Ganze wird ja dann auch noch zweimal überstrichen. Das heißt, die Stöße füllen sich dann auch nochmal, also verschwinden die dann auch nochmal zu einem gewissen Punkt. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen, wie man das Ganze hinmacht. Vielleicht habt ihr auch ein paar hilfreiche Tipps bekommen, vor allem, dass ihr auf die Fließvariante zurückgreifen könnt. Nicht nur die normale Raufaser, wo ihr Tapeziertisch einweichen, alles drum und dran machen müsst. Es sind nur wenige Schritte, die ihr zu beachten habt und bekommt im Endeffekt dasselbe Ergebnis raus. Kostet ein paar Euro mehr, aber ihr spart euch Zeit und Zeit ist ja auch, wie man sagt, immer Geld. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um sowas nicht mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, wie hilfreich es war für euch. Teilt es vielleicht an eure Freunde, wenn die auch so ein Projekt haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tobi, macht's gut.